Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Octopath Traveler 2. Ganz dramatisch, ne? Ich bin jetzt halt noch beim Entscheiden, wo wir hingehen. Weil hier unten oder hier oben? Ist hier noch jemand? Hier wäre die Mission für O-Chat. Zu ihm, weil dann könnten wir hier so runter und die drei abfarmen. In unser Team einbinden. Hier sind wir. Das heißt, wir müssen irgendwie nach oben. Und wir waren da ja letztens da unten schon beim Schwarzmarkt. Gut, direkten Kampf. Ja, Angreif. Und direkt. Drei reicht, glaube ich, oder? Also kann das nicht mehr. Aha. Weg mit dir. Ja. Easy. Easy, O-Chat. mein Ton passt ja. Ja, es sollte schon passen. Oh, hier scheint ein Weg lang zu gehen. Gefahrenstufe 20. Digga, lasse ich das. Aber ihr habt schon gesehen, oder? Hier oben ist eine Kiste. Drachenschild. Entschuldigung. Uiuiui. Ich könnte natürlich auch hier niesen, aber... Ich glaube, das wäre nicht so nett, ne? Ah, okay. Schon wieder so ein Rabe. Ist er diesmal weg? Nein. Der überlebt das gerade so. Ja, ein Debuff. Debuffs machen mir nichts. Die Katzenohren passen gut, ne? Okay. Ja, eigentlich so Fuchsohren, ne? So, ich glaube, wir müssen hier nach oben. Es wird jetzt halt nicht ganz so schön angezeigt. Ich könnte auch laufen, wäre aber gefährlicher. Ah, Schnee! Von Tropik zu Schnee. Wir müssen nach rechts. Wer ist da denn? Hallo? Den Mann aus dem Schnee retten. Ja, sicher. Let's go. Oh. Where am I? Das ist er. Wo ich bin ich? Wo bin ich? Hatte ich das Bewusstsein verloren? Du hast mich gerettet. Ich bin Oswald, ein Gelehrter. Du scheinst viel herumzukommen in der Welt. Hm. Ich suche jemanden. Auch du hast sicher Gründe für deine Reise. Warum tun wir uns nicht zusammen und greifen uns unter die Arme? Das wäre nur logisch. Und meine Magie dürfte dir sehr nützlich sein. Ey, ja, Digga. Erstens, er ist nett. You've chosen well. Eine gute Wahl. Was hat sich der Gruppe angeschlossen? Bestätigen. Wenn den bisherigen Weg von Oswald nachverfolgen, deine Gruppe wird dann vorübergehend aufgelöst.
Ach so, wir erleben jetzt seine Geschichte. Und das, ich würde das bei jedem mitnehmen, weil das ist, glaube ich, wichtig, ne? Wenn du an dieser Stelle Nein wählst, kann du die Geschichte von Oswald auch später in den Wirtshäusern der Stadt nachverfolgen. Ach so, ja, nein, wir machen das direkt. Oswald wurde seiner Freiheit beraubt. Seine Geschichte kann bis zum Ende von Kapitel 2 nicht unterbrochen werden. Deine Reise als Oswald beginnt. Ja. Okay, Oswald. Ein All Gelehrter. things in this world have a source. Alles auf dieser Welt hat seinen Ursprung. Nothing begets nothing. Aus nichts kann nichts entstehen. Follow the chain of cause and Die effect, Antworten and waren it will am lead Ende you der to the answer Kette you seek. aus U Ursache und Wirkung. Ja, ein Gelehrter, ne? Schön. Oh, Gerichtssaal. Nicht so schön. For the record, you, Ich Oswald, beharre plead not also guilty. auf eure Is that Unschuld, correct? Oswald. Ja, ich bin unschuldig. The facts are thus. Nachdem das Upon Feuer extinguishing gelöscht the fire, the wurde, bodies of your wife fanden and wir daughter were found in the die rubble. Leichen eurer Frau und eures Kindes im Schutt. Oh Gott. They were nearly charred Sie waren beyond bis zur recognition. Unkenntlichkeit A gruesome sight. I'm verkohlt. sure you agree. Ein wahrhaft grausiger Anblick. Ja, glaube ich. Thus the court accepts, Sie without sind objection, zu Tode immolation as the verbrannt. cause of death. Daran besteht für uns keine Zweifel. Aber was haben wir? Was hat er damit zu tun? However, there Dennoch remains ist one bei last dieser Fall inexplicable etwas detail. ungeklärt. Nothing one could reasonably Wir consider the konnten cause in of the der conflagration was found in the Trümmern city. keine Ursache für den Ausbruch des Feuers finden. Ergo, the fire ought Das not hätte to have also happened at eigentlich all. keinen Brand geben dürfen. Absent the Aus, use of magic, äußer, that is. äußerst nat natürlich, es wäre Magie im Spiel. You were a scholar of Ange magic, weren't you, Oswald? Geklagter, ihr studiert die Kunst der Magie, nicht wahr? Is that a mere Sollen wir coincidence? dies als I think reine not. Zufall betrachten? Wohl eher nicht. Having conducted a thorough Unsere investigation of the Untersuchung scene, dieser the court Vorfall holds the following to be lassen true. nur einen Schluss zu. You, Oswald, were the only one Außer capable euch of hätte starting niemand such a diese fire that Unglück night. verursachen können. In the sacred name of Im Alavan the Namen von Scholar King, the Alepian, court hands dem down the following verdict. gelehrten König, verkünde ich hiermit das Urteil. Oswald V. Oswald V. Vanstein. Vincent? We find you Ihr guilty seid of the des murder of your wife Mordes and an daughter, Frau und Kind for which schuldig you are und sentenced to life werdet imprisonment den Rest on eures Bridget Lebens Isle. als Insasse auf der Gefangeninsel Frigid verbringen? Do you have any last Habt ihr words? irgendwas, welche letzten Worte? Harvey, Harvey, the man who du took hast mir everything from me. alles geraubt, was mir wichtig war. Shall die by my Ich hand. werde dich I mit meinen swear eigenen it. Händen töten. Das schwöre ich.
5 Jahre später. Gefangeneninsel, Frick, Gefängnis. Auf der Gefangeneninsel Frick, eine einsame Insel im hohen Norden. Manche bezeichnen diese Region auch als Ende der Welt. Das ganze Jahr ist die Insel in Schnee eingehüllt. Um den nächsten Kontinent zu erreichen, muss man eine beschwerliche Reise überstehen, die selbst auf größten Schiffen 4 Tage in Anspruch nimmt. Und diese fallen auf ihrer Überfahrt nicht selten den heftigen, unberechenbaren Seegestöbern zum Opfer. Aus diesem Grund werden nur begrenzt Reisen zu und von dieser Insel unternommen. Okay, also eine krasse Insel. Alamo nur im Schnee. Hier finde man die übelsten Verbrecher, die das Festland je gesehen hat. Zu Stoßzeiten mehr als 300 von uns. Das Gefängnis existiert bereits seit 800 Jahren, 80 Jahren. Und nie konnte jemand seinen Mauern lebend entrinnen. Ganz im Gegenteil. Aufgrund der extremen Lebensumstände erleben die meisten Insassen das Ende ihrer Haftstrafe nicht. Seit 1879 Tagen bin ich bereits hier eingesperrt, doch weder das widrige Klima noch der Zahn der Zeit werden das Feuer in meinem Brust jemals löschen. Rache, ne? Diese ewige Kälte setzt einem ganz schön zu, was, Professor? Ah, servus, Barrier. Ich hab dich erst jetzt gesehen. Hey, wisst ihr, was das hier ist? Euer kleines Notizbuch, das ist, las ihr an sich nie aus dem Augen, oder? Jetzt schau doch nicht so finster rein. Ich leihe es mir kurz aus. Ihr wart ein berühmter Forscher, habe ich recht? Da sollte diese Aufzeichnung so einiges wert sein. Wie viele Zigaretten ich dafür wohl bekomme? Ich könnte ruhig versuchen, es euch zurückzuholen, wenn ihr meint, ihr seid stark genug. Wild? Ah, jetzt sind wir frei. Okay. Ah, Leute. Hallo, Varia. Ah, ich bin eingesperrt. Ja. Drücke in der Nähe eines Bewohners, ja, X. Ja, kriege ich jetzt nochmal die kompletten... Achso, ich kann stehlen.
ja. Diese Person berauben. Okay. Bei dem Erfolg erhältst du folgendes, ja. Ein Notizbuch, diese Person berauben, ja, natürlich. Versuch's nur, es ihr zu holen. Oh. Ja, wir sind Magier. War ja auch irgendwie klar bei Gelehrter. Er sagt nicht wirklich viel, ne? Er macht nur Dinge. Aufstieg. Bisschen Heilung brauchen wir. Ja. Ah. Ich geb's ja schon zurück. Ich will eure dreckiges Notizbuch gar nicht. Hilfe, Hilfe, Wachen. Der bringt mich um. So ein Feigling, ey. Ja, mein Notizbuch. Help! So, hilf mir doch. Wer? Ja? Was geht hier vor sich? Der Kerl hat mich einfach angegriffen. Na, wenn das mal nicht Oswald ist, unser magischer, mordlüsternder Gelehrter. Ach Gott. Wie gefällt dir der schöne Nebel, den ich dir, das erklärt einiges, geschenkt habe. Verschlägt dir gleich die Sprache, was? Solange dir das Maul gestopft ist, kannst du deine tolle Magie nicht wirken. Du bist der Einzige, dem diese besondere Ehre je zuteil wurde. Zeig mal etwas Dankbarkeit. Aber wie ist er dann? Glotz mich nicht so an. Mir widersetzt sich hier niemand. Verstanden? Nicht mal mit Blicken. Ehrlich gesagt, kenne ich darauf, deine süßes Stimmchen zu hören. Deine Schmerzensschreie wären mit Sicherheit ein überwältigender Ohrenschmaus. Alter! Also, der ist ziemlich ein Dreckskerl. Alter Schwede. Es dauert 13 Sekunden, bis die Aufseher auf die Hilfeschreie eines Insassen reagieren. Zum Ausbrechen, ne? Das werde ich mir gut merken. Ein Oberaufseher, 34 Aufseher und 292 Gefangene. Das ist krass. Ich habe viele Informationen über meine
Käfig und seine Bewohner gesammelt. Für einen Gelehrten all dies, um meine Flucht zu ermöglichen. Der andere pennt jetzt. Den Plan habe ich in mein Notizbuch geschrieben. Natürlich chiffriert. Fünf Jahre habe ich gebraucht, um ihn zu perfektionieren. Aber jetzt bin ich endlich so weit. Mir fehlen nur noch 3 Teile zu diesem Puzzle. Das erste wäre der Fluchtweg. Dafür nehme ich einen Tunnel, der sich unter dem Gefängnis entlang schlängelt. Okay. Selbst die Aufseher wissen nicht von ihm und er führt mich bis nach draußen. Okay. Ich werde diese Route bald noch genauer untersuchen müssen. Puzzlestück Nummer 2 wäre die passende Kleidung. Sobald ich draußen bin, bin ich den Elementen hilflos ausgeliefert. Bist ja Magier, Feuer? In meiner Gefängniskleidung würde mich innerhalb kürzester Zeit ein frostiger Tod erwarten. Ah ja. Und drittens muss ich einen Komplizen finden. Bei einer Flucht auf eigene Faust wäre ich auf halbem Auge blind. Ja, okay. Ich benötige jemanden, der sich mit den inneren Gepflogenheiten des Gefängnisses auskennt. Sobald ich diese 3 Teile korrekt platziert habe, ist das Puzzle komplett. Dann muss ich nur noch den Plan in die Tat umsetzen. Okay, kein Problem, ne? Aber wir haben nur einen Partner in unserer Zelle. Der nächste Morgen. Ob er so vertrauenswürdig wäre? Aufgewacht, ihr Schweine, Zeit, eure Unterhalt hier zu verdienen. Ah, wir haben Arbeit auch hier? Bei dem Wetter. Eins würde auf der Insel offenbar Minenarbeiten durchgeführt. Ganze Berge wurden für Erz abgetragen und auf dem... Oh, hallo! wo war ich jetzt? Ganz Berg wurden für Erze abgegraben und auf dem Geröll hat man diese Gefängnis errichtet. Oh, spannend. Auch jetzt noch wird hier Kohle abgebaut. Ja, ist auch scheißkalt hier wahrscheinlich. Sie ist äußerst brennbar. Und Erz hielt auf dem freien Markt hohe Preise. Ja, ganz viele Herzen, ja? Ich sehe es, Leute. Ja. Daher werde ich Gefangene zu Bergbauarbeit gezwungen, durch
die sich die Insel finanziert. Ja, ergibt Sinn. Weiter, weiter, weiter. Ihr erwische einen von euch beim Umtrödeln. Wenn ihr euch nicht stetig bewegt, wird die Kälte euch einen frühen Tod einbringen. Ja, glaube ich auch. Hey du, das treibst du da. Oh nein. Ich kann nicht mehr die Kälte. Erwartet bloß keine Mitleid, du Abschaum. Ihr alle seid hier, um für euch Sünden zu büßen. Grab weiter, ihr Maulwürfe, und bittet bei euren Göttern um Vergebung. Zu was anderem taugt ihr ja doch nicht. Alter, ich kann den Typen nicht leiden. Diese Kälte ist weit mehr wert als all eure Leben zusammen. Oder solltet ihr etwas euch statt der Kohle verbrennen? Aber selbst dazu werdet ihr ja nicht zu gebrauchen. Antworte gefälligst. Hat deine Mami dir etwa das Sprechen nicht beigebracht? Herr, er ist bereits tot. Alter. Keineswegs selben Anblick. Was? Keineswegs selben Anblick. In welchen Umgebung man einen Menschen auch steckt, mit der Zeit gewöhnt er sich an alles. Ja, wir sind sehr anpassungsfähig. Sorry wegen meiner Legasthenie, aber das ist halt so. Ich tue mich schwer mit Lesen, aber trotzdem spiele ich es. Es macht auch Spaß. Nach der Zwangsarbeit erhalte die Insassen für ein paar kurze Momente Freizeit. Während dieser Zeit befasse ich mich mit den Details meinem Plans. Okay. Ich benötige 3 Teile. Einen Fluchtweg. Diesem Gefängnis ist heruntergekommen, um riesige, es muss Lücken und Bälte geben, die übersehen wurden. Ja, das kann schon sein. Wenn ich nur einen Hinweis von jemandem erhalten könnte, der sich hier gut auskennt. Ja, Gefängniswärter, ne? Als nächstes benötige ich Kleidung gegen die Kälte. Ja, ein Mann, der sich Versorgen nennt, verkauft angeblich, was ich brauche. Aber erst muss ich ihn finden. Irgendeiner der Gefangenen hier sollte ihn kennen. Dann wäre noch meine letzte Aufgabe, einen Komplizen zu finden. Es darf kein gewöhnlicher Gefangener sein.
Der ganze Plan wird von diesen Personen abhängen. Sie muss absolut vertrauenswürdig sein. Und dann muss ich diesen Plan nur noch in die Tat umsetzen. Okay. Erstmal speichern. Bestätigen. Wir brauchen jetzt einen Komplizen. Kann ich da rein? Öffnen, da könnte ich rein. Selbst wenn mir hier der Arsch abfriert, immer noch besser als in der Zelle zu schmoren. Okay. Habe ich? Nee. Okay. Du siehst vertrauenswürdig aus. Schön mit Bart. Du bist also dieser Gelehrte, den man erstummen ließ. Hier scheint es nach etwas zu verlangen, aber das geht allen so, die zu mir kommen. Oh, das ist der Schmuggler, oder? Ich bin Palle, dann man kennt mich auch den Versorger. Als ich habe hier so gut wie alles, was die Leute benötigen. Geld verlange ich natürlich nicht. Was sollte ich im Knast auch damit anfangen? Die Wachen bestechen? Doch jeder hat etwas, womit es sich zu bezahlen lohnt. Freiheit? Wenn du weißt, was ich meine. Freiheit, das wäre meine Bezahlung. Einfach so wird er sicher sie mir also nicht überlassen. Ich muss seinen Wachpunkt finden. Dafür sollte ich den anderen Gefangenen mal genauer auf den Zahn fühlen. Okay. Hat er einen Schwachpunkt? Oh, drücke in der Nähe, ja, um zu reden. Okay. Zu interagieren. Kann ich hier? Weil die Glocke läuten. Ich muss wahrscheinlich hier rein oder... Ja. Untersuchen. Erfolgschance 100%. Studieren. Ja. Okay. Das ist die Fähigkeit. Verstehe. Gefangener, 35 Jahre alt. Gefangennummer, ja. Haftstrafe 98 Jahre. Okay. Gilt unter den Insassen als vergleichsweise gutmütig, hat während seiner Haft das Lesen vom Wächter der Bibliothek gelernt. Der weiß, denke ich nicht. Dieser Typ? Ja? Lesen? Hat neulich beobachtet, wie Bela Aufseher Davis dessen Geldbeutel stibitzt hat, hält aber dicht, weil das muss er sein, der Schwachpunkt des Versorgers. Jetzt habe ich ihn. Mal sehen, wie er darauf reagiert. Aller Schwäche. Danke. Jetzt weiß ich die Schwäche. Jetzt kann ich ihn besiegen, ne? Und seht es dir
langsam danach zu bezahlen. Was hast du denn da für einen Zettel? Hast du das her? Sprich zu niemandem darüber. Ich gebe dir auch, was immer du willst. Kältefeste Kleidung. Oh, jetzt haben wir eins schon. Mein Plan nimmt Gestalt an. In dieser Kleidung muss ich die Kälte nicht fürchten. Eure freie Zeit ist um. Abmarsch in die eure Zelle. Die Zeit ist um. Dann muss ich wohl zurück ins Loch. zurück ins Loch. Oswald. Ach, Oswald. Hast du deine Antwort gefunden? Aufgewacht. Maden, bewegt euch. Ja, danke. Das ist ein nettes Guten Morgen. Nach der Zwangsarbeit bin ich jetzt wieder da. Okay. Jetzt muss ich mir noch einen Fluchtweg sichern und einen Komplizen finden. Bei dem Fluchtweg sollte mir jemand weiterhelfen können, der sich mit der Geschichte dieser Insel gut auskennt. Ich sollte mal studieren, welcher meiner Mitgefangenen sich als Komplize eignen könnte. Womit soll ich anfangen? Das sind meistens die Leute, die grün sind. Hier jemand? Ein Gelehrter? Oder muss ich hier einfach mal durchfragen? Während der Essenszeit lass die Aufmerksamkeit der Wärter zum Wünschen übrig. Okay. Ich sollte das nutzen, um meine Komplizen ausfindig zu machen. Ich vermute mal, der Koch, ne? Willst du was von mir? Ja, erforschen. Irgendwie ist er immer und überall zu finden. Er wirkt abweisend, doch tief in seinen Augen flackert eine feste Entschlossenheit. Habe ich ihn genau getroffen, weil es der Koch ist, ne? Du da, ich muss mit dir reden. Ja, ist klar. Was fällt dir ein, die anderen Gefangenen so zu beäugen? Okay. Ach, richtig, du kannst ja nicht reden, Gelehrter. Ich habe dich beobachtet, weißt du? Die ganze 5 Jahre lang. Oh, hast du Bock? Du spielst den Unbeteiligten, aber dein Blick ist scharf und aufmerksam. Danke. Was deine Mitgefangenen und die Aufseher auch tun, dir entgeht nichts. Und dann notierst du deine Beobachtungen, als würdest du
statistische Forschungsarbeit betreiben. Kommt hin. Bist du ein Verrückter, der seine Manieren Lauf lässt? Manieren? Money? Freien Lauf lässt? Ja? Oder planst du deine Ausbruch? Ja. Ausbruch. Sollte erstens der Fall sein, könnte ich jemanden vorstellen, mit wem du reden kannst. Im zweiten Fall jedoch. Also was bist du, Professor? Schüttel für den ersten Fall deiner klugen Kopf und nicke, falls es der zweite ist. Bist du erster, zweites, zweiteres? Hihi. Hatte ich also recht, du scheinst mir ein ganz gewitzter Bursche zu sein. Ja, so ein bisschen. Dann hätte ich eine Bitte. Ich möchte an deinem kleinen Ausbruchsvorhaben teilnehmen. Ich wäre dir von großem Nutzen, so viel ist sicher. Ich habe jede Menge wertvolle Informationen, die ich nur mit besonderer guten Freunden teile. Ich bin hier schon seit vielen Jahren eingepfercht. Man nennt mich auch den Eingeweihten. Der Eingeweihte. Schön. Mit meinen Informationen hättest du gute Chancen bei deiner Flucht, mein lieber Ausbruchsgelehrter. Okay? Ein sehr gewiefter Mann. Er hat mein Vorhaben durchschaut. Ach was. Und der hat genau das, was ich benötige. Informationen. Er könnte mir in der Tat von Nutzen sein, wenn ich es geschickt anstelle. Ja. Ich sehe schon, wir sind uns einig. Also, was kann ich tun? Diese Insel ist von Felsen weit entfernt, vom Festland weit entfernt. Selbst wenn ich hier rauskomme, müsste ich immer noch das Meer überqueren. Ja. Dafür habe ich das Schiff im Auge, das zu unregelmäßigen Zeiten Inspektionen auf die Insel transportiert. Okay. Ich muss irgendwie erfahren, wenn es das nächste Mal ankommt. Ja. Doch an den Terminplan komme ich nicht ran. Er wird strengstens bewacht. Aber ich brauche ja lediglich das Datum, dann steht der Tag meiner Flucht. Verstehe, das wird nicht einfach. Aber ich schaffe das schon,
Ich sag dir Bescheid, sobald ich da rangekommen bin. Noch eine Sache. Ich benötige den Schlüssel zu meinem Knebel. Oh. Hallo, Lucani. Kann ich nicht versprechen, dass ich den auch in die Finger kriege? Das Teil wurde ja extra für dich gebaut. Der wird wahrscheinlich beim Chef sein, ne? Ich hoffe, wir einfach mal auf unser Glück, Partner. Ja, auf unser Glück. Eieiei. Der Plan schreitet weiter voran. Nun warte ich darauf, dass der Eingeweihte auch Informationen liefert. Okay, wieder schlafen. Wahrscheinlich träumen wir jetzt wieder. Oswald. Hast du deine Antworten gefunden? Ich glaube nicht. Noch nicht. Oh, Rückblick. No, Harvey. Noch nicht. Ich habe eine Theorie. Schau diese unsichtbare Flamme. Mit Hilfe einer bestimmten Formel konvergiert sie immer weiter. Theoretisch wird ihre Stärke so vervielfacht. Cool. Doch solange sie eine Flamme verbleibt, ist ihre Macht begrenzt. Using equations to amplify magic powers. Die Macht der Magie durch Formeln. You're a genius. Olvas, du bist ein Genie. The one true magic. Du näherst dich der wahren Magie. Keiner deiner Kollegen kann dir das Wasser reichen. Du überragst sie alle. Und dennoch werde ich dich eines Tages hinter mir lassen. Konkurrenz. Konkurrenz belebt das Geschäft. Aufgewacht, Maden. Ja, schön. Bewegt euch, ja. Nettes guten Morgen. Da wacht man gerne auf. Nach der Zwangsarbeit. Jetzt geht es nur noch den Fluchtweg zu finden. Bei dem Fluchtweg sollte mir jemand weiterhelfen können, der sich mit der Geschichte dieser Insel gut auskennt. In der Bibliothek, ne? Die war hier. Hier vielleicht? Professor, wir haben weiter was zu lesen für dich. Vielleicht lese ich als nächstes der König des Landes und der Herrscher der See. Okay, der wird es auch nicht sein. Ist er vielleicht da hinten? Oder wieder beim Essen? Waffenmeister? Ja, ich kann hier einfach reingehen. Ja, hier ist ein Speer. Dann stech dich ab. Wieder hier? Oder muss ich wirklich herausfinden, wer hier was weiß? Ich glaube schon, ne? Er wird es nicht sein. Frag besser nicht, was ich
ausgefressen habe. Hm, okay. Ja. Trug. Ah, Betrüger. Haftstrafe 18 Jahre. Der ist nicht lange hier. So, aber wo könnte jetzt... Haben Mörder wie du überhaupt sowas wie eine Seele? Wow, danke. Ein Mann, der seit mehreren Jahren als Wächter auf dieser Insel... Ja, ja. Er hat nicht die Informationen, die ich brauche. Hm. Haftstrafe 156 Jahre. Okay, Dude. Du bist noch lange hier. Warte, ich frag dich mal. Ich liebe es, dabei zuzusehen, wie die anderen genüsslich das Essen runterschlingen. Okay. Aber wo ist jetzt der Typ, der mir den Fluchtweg... Wie lange musst du hier einsitzen? Ich habe noch 27 Jahre übrig. Ha. Selbst wenn mir hier der Arsch abfriert, immer noch besser. Ja, das kenne ich schon. Man kann es sich überhaupt heimisch machen. Man kann es sich überall heimisch machen. Sag mal, man zwar, aber manche Orte bleiben einfach die pure Hölle. Okay, irgendwo muss ich lang. Ah, ist das grün? Hey, Abschaum, was heckst du aus? Ja, nichts. Kann ich hier durch? Oh, ich kann hier noch weiter. Okay. Ich dachte, ich kann jetzt wegen der Wache hier nicht durch. Hier sind halt überall Waffen. Ich könnte mir jederzeit eine schnappen und Amok laufen. Oh. Ja, okay. 41. Das ist ein alter Typ. Es müsste ja irgendwo jemand... Okay, mit dem kann ich nicht reden. Da vorne? Da war ich noch nicht drin. Ich muss einen Gefangenen finden, der mit den Tunneln vertraut ist. Ah, okay. Ja, der Typ da wahrscheinlich. Du hast ja keine Ahnung, wie gefährlich ich wirklich bin. Okay. Wie gefährlich bist du? Als höchste Mitglied der Verbrecher... Organisation, die nach der Weltherrschaft starb, hat er zahllose Menschen in Angst und Hoffnungslosigkeit getrieben. Okay, krass. Jeder behauptet jeder. Er weiß, denke ich, nichts. Ah. Aber es schaut grün aus. Okay, der ist es, ne? Ich würde hier lange vor der eingesperrt, weißt du? Langer Zeit. Ich kenne dieses Gefängnis womöglich besser als die Wächter selbst. Also unser Mann. Sein Wissen könnte mir nützlich sein. Ich sollte ihn vielleicht mal genauer studieren. Okay. Hm. Sitzt schon unendlich lange sein. Unendlich lange. Okay, der ist am längsten hier. Und hatte in den ersten Jahren bei Arbeiten in der Tunneln unter dem Gefängnis dabei verletzte er sich
jedoch am Bein und kümmert sich nun nur noch um Verwaltungsaufgaben, die er in seiner Zelle erledigen kann. Okay, Verwaltungsaufgaben? Die Tunnelverwaltung? Die Tunnel unter dem Gefängnis? Ja, da wurde ich früher mal für Arbeiten hingeschickt. Genaueres weiß ich allerdings nicht. In der Bibliothek sollte ein Bericht über die Arbeit damals zu finden sein. Hm. Danke. Hm. In der Bibliothek also. Ja, ich war ja schon ein paar Mal in der Bibliothek. Also, es war mir schon klar, dass da irgendwas sein muss. Aber wäre das klug vom Gefängnis, das in der Bibliothek einfach aufzubewahren? Bin ich mir nicht sicher, ne? Ja, das ist ein dezentes Leuchten. Arbeitsbericht. Das muss der Arbeitsbericht sein, von dem dieser Mann sprach. Da war ja eine ganz fleißige Biene am Werk. Hier steht jede kleinste Detail über den Aufbau der Tunnel drin. Es hat wohl niemand genauer gesehen, weil der Schreiber eine Gefangene war? Hm. Ja, okay. Offenbar gibt es in der Nähe der Aufseherquartiere einen Weg nach unten. Mein Plan nimmt Gestalt an. Ich weiß jetzt, wie die Tunnel verlaufen und sie sollten mir fluchtdienlich sein. Einer Flucht dienlich sein. Hm? Eure Freizeit ist now. Um. Arbeite ich in eure Zelle. Ja? Seems I'm out of time. Die Zeit ist um. Dann back muss ich wohl zurück then. Ins Loch. Ah, Gefängnisausbruch. Ah. Oswald. Have you found hast du deine Antwort gefunden? Nein? Rückblick, oder? Aha. Ich komme nicht weiter. Ein Puzzleteil fehlt mir noch. Hm. Ich habe alles versucht, aber ich komme einfach nicht ans Ziel. Aus welcher Quelle stammt wohl die Macht, welche die wahre Magie entfesselt? Welchem Ursprung hat sie? Emotionen? Du hast hervorragende Arbeit geleistet. Das reicht völlig aus. Hm. Das letzte Puzzleteil werde ich dir besorgen. In der Größe Harvey. In der Größe. Okay, er ist mein Verräter. Na, das ist sowas von klar. Hä? Harvey. Harvey. Hm. Oh. Partner. Hat etwas gedauert, aber ich hab, was du brauchst. Oh nein. Sind euch hier private Gespräche erlaubt?
Nein, nein, ich hab missverstanden. Ihr habt mich missverstanden. Hört gut zu, Abschaum, das gilt für euch alle. Wenn das wieder vorkommt, begrabe ich euch an Ort und Stelle in eurer eigenen Luft. Alter. Dicker, lass das. Wenigstens wird dies das letzte Mal sein, dass ich seine verdammte Stock zu spüren bekomme, oder? Wir treffen uns beim Lagerhaus hinter der Essenshalle. Okay. Ich sollte mich zu Emerald aufmachen. Kann ich hier jetzt noch irgendwo lang? Gut. Mal checken, ob hier irgendwo eine geheime Truhe ist. Hier ist auch nichts. Ah, okay, Leute. Aber das war's wieder für die Folge. Lasst ein Like und ein Abo da. Schaut mal im Livestream rein. Hier unten ist verlinkt. Und irgendwo ist die Glocke. Würde mich freuen, wenn ihr sie drückt. Hab euch lieb. Ciao, ciao.